den doch echt not gewesen. Ja. Hä, hey, hier ist was. Ja, okay, das ist schon deutlich besser. Die Waffe, was ist denn jetzt für eine Waffe? Die HP5. Ja, die ist gut. Die hab ich auch. Ich hab hier was gefunden. Jetzt kommen jetzt beide rein. Ui, ich hab noch richtig sicke Sniper gefunden. Alter, ich hab einen Punk-Skirt. Oh, lol. Ey, Björn, ich hab eine Stufe 3 Sniper gefunden, wenn du den haben willst, ne? Wie ist die drin? Skirt! You mean da oben drin? Diese komische... Ne, die ist unten. Okay, diese komische Elkstuzare Jagdgewehr. 270er. Ja. Ich wünschte, mein FPS wird nicht sterben. Ist hier irgendwo. Kann man hier irgendwo. Gibt es hier so eine Kiste, wo man Sachen reinpacken kann? Ja, das freue ich mich gerade auf, weil. Ich bin auf. Die Sniper hat nämlich die Munition, die ich nicht habe. Ach, hier ist die Munition dabei. Ups, die ist hier drin. Wo ist die drin? Ach, in diesen Kisten. Oh. Aber nicht in allen. Einigen davon. Muss man gucken. Ja, ich muss gerade wieder Sachen ablegen, weil es schon wieder voll ist. Druckluftbehälter? Warte. Ja, es macht das, was du denkst. Nein. Nein, Arthur, nein. Hä, hey, was denn? Was denn? Er fragt euch nur, was Luftdruckbehälter immer. Scheiße, was lege ich jetzt ab? Nichts davon ablegen. Mann, was ist denn scheiß Problem? Hat zufälligerweise Emily getroffen? Ich hab zufälligerweise einen Druckluftbehälter bei ihr stehen lassen. Ah. Geh nach Hause, ganz ehrlich. Ist er doch. Wollte ich gerade sagen, wie das aus. Ach Mann, ist das schön. Nee. Vor allem ist es alles auf Aufnahme, ne? Oh, Emily wird gleich wieder rollen. Erstmal wieder richten. So, erstmal zurückfahren. Oh, da ist noch ein Druckluftbehälter. Ey, ich hab noch einen Explosivgastank gefunden. Wo ist denn mein Fahrrad jetzt? Wo ist mein Fahrrad? Mein Fahrrad, Junge, mein Fahrrad, wo ist mein Fahrrad? Ich hab mein Fahrrad verloren, ah, das. Mein Fahrrad. Gib mein Fallat, Fallat. Ich wollte sagen, hast du überhaupt wieder rausgelootet, Emily? Nein, ich muss zurückfahren, weil mein Dings voll ist und ich nicht sprinten kann. Oh, oh Otto. Alter. Geil. Ich hab keinen Bock zurückzufahren jetzt. Ich hab eine fucking Brille bekommen. Otto, die musst du jetzt sehen. Also ich. Dich fick ich noch, sick. Alter. Dich fick ich noch. Wie sick, Alter. Dich fick ich noch. Ich hab blaue Anzugshose bekommen. Da oben brennt was, by the way. So, ja. Ja, das war juckt mich halt nicht, ne? Oh, den will ich nicht spüren. Emily, kannst du hingehen? Ich hoffe, du hast eine Gasmaske dabei. True. Was, wir brauchen eine Gasmaske? Ich hab nicht zugehört, okay. Oh, Alter, warum reden wir mit Emily? Sie hört doch sowieso nie zu. Jetzt hast du so alles auf Aufnahme, da muss ich nicht zuhören. True. Das ist hier was? Nee, ach, hier ist eine Treppe nach oben. Oh. Ja, richtig. Ich wollte nur wissen, ob hier unten noch was ist. Auf jeden Fall war da wieder ein Ghetto-Blaster. Da, geh da rein. Ah, ich habe wieder 270er Munition gefunden. Genau die ich brauche für die andere Seite. Alter, FPS hört auf zu sterben. Ich habe so keinen Bock mehr auf dieses Game. So keine Bock, Junge. Genau so. Also ist falsch mit uns, Alter. Ich bin Arthur, ich bin so witzig. Hier kommt, glaube ich, wieder was Großes in so Richtung. Zumindest Edward schießt es. Richtung Nordwesten war das, glaube ich, oder? Ja, so in die Richtung. Nee, Nordosten. Der war ja in einem anderen Teil der Stadt. Aber ich meine, ich habe auch irgendwelche. Ja, Nordwest. Da ist eine Drohne. Wow, cool. Also, Nordwesten wäre eine Drohne, falls jemand interessiert. Hier aus sehe ich im Nordost aber nichts. Okay, jetzt habe ich die krassere Sniper. Warte mal kurz. Ja, erstmal die krassere Sniper verwenden.
die Drohne one. Ich habe die Drohne geone-shottet damit. Drohne, ja. Die, meinst du das fliegende Ding, ne? Ja, die fliegende Drohne. Ja, die ist sowieso immer one-shotten, der Sniper. Bist du bescheuert? Nee, wenn du nicht richtig zielst. Nee. Ich bin das retarded hochzugehen, aber irgendwie schafft man das schon. Du kannst ja, glaube ich, gar nicht hoch. Weil ja, da gibt es Deckung von unten, aber. Ja, ich springe einfach durch die durch. Ich hab's gemerkt. Ich konnte gerade in deine Hose reingucken. Ich habe auch in deine. Oh nee, Alter, ich hab mal. Ja, ist auch mein Gedanke, Ledwin. Soll ich euch alleine lassen? Arthur, soll man einfach Emily alleine lassen? Mit ihren spanischen Herzen. Moment mal kurz. Ach! Ist der schon hier bei uns? Ach so, der ist. Bist du schon Schwede geworden gerade? Das ist ein anderer. Also, der ist der über uns war, aber nicht der markiert ist. Ach, jetzt haben wir sogar noch einen anderen bekommen. Ja, das ist noch schöner. Der hat 2% Leben verloren, by the way. Ich weiß nicht woher, aber der hat 2% weniger. Es ist ein Sechsbeiner? Nee, ein Vierbeiner. Mit seinen Schniedel vorne dran, Alter. Soll ich mal mit deinem Baseballschläger hin und ihn vermöbeln? Ja, Alter, ich komm mit dem Sledgehammer. Ich bin schon in den Kampf eingetreten, der reibt mich jetzt nicht an. Und Raketen! Raketen, da kommt ein Hund noch dazu, okay. Von wo? Ah, ich seh's, ja. Oh mein Gott, bad. Guck mal, ich hab ihn markiert mit einer Klebefackel. Och, der Hund ist ein One-Shot. Hat jemand ihn angefurzt oder was gerade passiert? Ja, ich hab ihn nicht so ein Dings. Okay, dann gut, dass du ihn angefurzt hast. Alter, meiner. Ich glaube, jetzt ist der richtig Bilder. Ach nee, der Furz. Oh, ja, ach mal. Ja, er hat so ein toxisches Gas. Also, ich finde schade, dass die Waffe nur, also die Sniper nur 4 Schuss hat, aber trotzdem ist sie ziemlich stark dafür. Ist ja auch ein Stufe 3 Sniper, ne? Yes. Ich habe so ein. Oh, no, wie viel Damage habe ich ihn schon gemacht in der Zeit? Lass mich mal nachschauen. Er hat noch 76% Leben. Wie viel? 76. Achso, also einfach sich was nichts. Okay, wo ist denn sein scheiß Behälter? Wo sind deine Behälter? Ich versteh's nicht. Du schießt einfach auf deinen Körper. Krass, oder? Ja, aber jeder hat da irgendwo so einen Behälter, wo man drauf schießen kann. Bei ihm ist es egal. Ich mach auch Damage, wenn ich auf seinen Körper schieße. Weil jeder muss eine Schwachstelle haben, damit man mehr Damage machen kann. Ist es egal, ich spiel einfach drauf. Ich hab genug Muni. Emily haut einfach drauf. Oh fuck. Das hat geklappt. Easy. Ja, natürlich war das deine Arbeit. Ja. Ich glaube, seine Schwachstelle ist halt legit halt unter ihm. Halt diese Kasten, der unter ihm ist. Ja, das Schöne ist erstmal Sniper-Muni zu bekommen. Perfekt. Ja, man hat richtig Sniper-Muni bekommen, finde ich schön. Und hier kann man Collectible einsammeln. Was ist das gerade für ein Geräusch gewesen? Haben wir eigentlich die Nebenmission schon angenommen gerade? Nö, keine Ahnung. Keine Ahnung, mich auch nicht. Ich will erstmal hier looten. Weil die ist nämlich gerade weg. Ich gehe mal das Collectible sammeln. Ich habe Lila Turnschuhe bekommen. Du auch? Also, ich habe die ja schon lange, aber trotzdem, du auch? Flinten-Choke? Also, ich choke dich mal erstmal. Mit meiner Flinte. Was ist? Soll. Bruder, was macht denn hier so ein Alarm? Alter. Yo. Kann es sein, dass das Ding irgendwie, wenn es stirbt, Verstärkung ruft? Nein, klick nicht. Wäre schon krass so. Fände ja. Ich witzig. Fände ich witzig. Gäbe ein Alarm. 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 Bruder, shut the fuck up, wenn du tot bist. TTT, Mann. Alter. Er hat die Regel immer noch nicht verstanden. Mann, Alter, du bist tot. Mir wird nicht mehr geredet. Ich habe hier nur 2 Boomboxes gefunden, hier drinne. Boomboxes. Boomboxes. Dö. Oh Mann, ich hab geil, Alter. Komm mal her, Bio, komm mal her. Bio? Ah. Der Furzen da hinten. Macht. Guck mal, die Tür. Perfektes Designing hier. Geht einfach da durch. Ist bei dir nicht in Real Life? Ach, ich dachte, das. Oh gut, ich hab mich das ist, ein, das ist schwedisches Design. Ach, das stimmt, das ist ja Ikea. Ikea. Oh Mann, ey. Also wenn hier ein Collectible sein sollte, dann weiß ich nicht, wo es ist. Außer eine Boombox ist hier das. Mir geht ja. Plaster mit. Mann, will der Typ eigentlich mal.
Hey, Bruder, er muss weiterfurzen, lass ihn. Irgendwie muss er seine Treibe, Gastreiber deaktivieren lassen. Gastreiber? Was? Ja. Genau die, Emily. Alter, ne, Backcap, Alter, ach, Captain. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich will das Collectible. Was ist das denn? Ich will immer das Collectible. Wo ist das Collectible? Collectible! Ich habe gerade wieder das Auto angeschossen. Das war wieder knapp, Emily. Gehen wir erstmal nach links unten, da weil da auch so eine Mission ist. Erstmal nach links gehen, halt. Wohin links? Da, wo ich den Punkt hingesetzt habe. Ich habe Collectible gefunden, das ist hier hinten auf dem Tisch. Ah. Es ist ein tolles, ich sag mal Einhorn, aka ein Pferd. Ich gehe mal wieder zu so einem Fahrrädern. Welches Tisch? Ja, du, welches Tisch? Ich sagte hinten, Emily, nicht im Haus. Ach so. Aber ich mach mich schon ganz dumm. Vor allem wir. Are you sure about that? Ich glaube, ja, du bist einfach nur so dumm. Wir alle sind einfach nur dumm. Welches Tisch, Bruder? Das ist mein Fahrrad. Nö. Ich muss mich mal kurz, ich muss mich kurz umziehen. Ich kann nicht mehr ins Militär gehören, das geht nicht mehr. Ja, du bist halt bei uns dabei, da kannst du nicht ins Militär mehr. Ja, ich. Das. Hat schon damit aufgehört, dass ich überhaupt bei euch beigetreten bin. Kann ich gar nicht mehr im Militär sein. Ja, du warst ja am Anfang noch der erste Nerd, dann der Fuckboy und dann der Militär-Dude. Da komm, ich mach wieder einen Fuckboy. Soll ich mich mal richtig hässlich anstrengen? Komm, wir ziehen uns alle mal um. Alter! Guck dir meine Socken und Schuhe an, Alter. Oh ja, oh mein Gott. Ich hab das perfekte Outfit. Mann, kann ich bitte eine andere Frisur kriegen? Das wäre viel cooler. Jo, guck mal, Emily. So, ich bin fertig. Wunderschön. Der typische Fuckboy halt einfach. Ich will einen Schal haben. Du hast sogar noch Ohrring. Alter, die will. Ich hab ja Vater. Was denn? Wir haben die gleiche, ja. Bock, Alter. Partnerlook, Alter. That's gayest. Ach ne, wir können nicht Partnerlook sein, sonst wird Emily wieder anfangen. Ich nehme eine andere Jacke. Ich nehme die schwarze Fliegerjacke. Geil, Alter, mein Outfit. Alter, diese Schuhe, diese Socken. Ey, meine violetten Schuhe sind auch sexy, Alter. Guck dir's mal an. Deine sind ja wenigstens sexy, aber Alter, ohne. Guck das. Ich bin die Art Frau, wenn sie ein Junge sein will. Kann das sein? Possible, ja. Possible. Ich nehme mal die Cap runter, dann sieht's besser aus. Alter, Bruder, ich muss mal kurz deinen Darm. Ich glaube, ich helfe kurz mal seinen Darm zu entleeren. Bruder, hast du fertig auch geschissen? Okay, so bleibe ich jetzt. Emily hat kniehohe Shorts. Passt richtig gut dazu, ne? Nein, nein. Die Punkhose ist ganz cool. Wie, du hast einfach eine Kamera um deinen Hals. Alter, ich schon Hals. Also, ich hab einfach beide Hals-Equipment, Lül. Du nicht? Nee. Oh. Ich hab diese schöne Brille bekommen. Ich hab halt, ja, du hast halt die Poggers-Brille, Alter. Ich hab halt nur Silberkettchen und Silberringe. Alter, ohne jetzt so richtigen Durchfall, kann das sein? Aber das ist, kommt irgendwie eher aus dem Westen und nicht von den Typen. Also nicht von Westen, doch, ist Westen sogar. Eher Nordwesten sogar, vielleicht eher sogar Norden. Nee, ich hör's direkt hier von dem Typen hier. Ich hab ne Tussi-Uhr weiß. Die heißt einfach Tussi-Uhr, what? Wollen wir hier, dahin fahren zu der Stadt? Alter. Emily will Richtung Kieselberg anscheinend. Oh, warte mal kurz. Kieselberg, ich hab was gefunden.
Hier, bei 2, das ist ein Flugplatz. Und das sieht da stark danach aus. Ja, das ist ein Flugplatz. Hier ist eine Landebahn. Arthur, der Kartenleser, Alter. Lass mal auf Landes, lass mal zur Landebahn. Oder wollen wir Richtung Karte? Habt ihr auch Socken in Sandalen? Nein. Guck dir das mal bitte an. Guck dir das mal bei mir bitte an. Hab ich nicht. Hab ich nicht gerade. Ich hab immer noch diese Luna Boots, Alter. Die sehen richtig dämlich aus. Guck's mal an. Jo. Ja, das sind wunderschön. Ich hab die gleichen, glaube ich, in Pink. Ah, kurz. Ja, ich hab die in Weiß. Mit pinken Streifen, pink-blauen Streifen. Ich hab halt einen Haufen Lederschuhe. Ich meine Skaterschuhe. Ich könnte mal mittlerweile meinen einen Talentpunkt, den ich vor kurzem bekommen habe, mal verwenden, glaube ich. Ich hab Lederschuhe und Lederstiefel einfach. Jetzt bin ich so richtig dieser hier College Fuckboy, Alter. Ich mag den Nerd. Der Nerd, der zum Fuckboy werden will. Ach, das Lustige ist, mit dem Level jetzt kann ich sogar mit dem Fernglas Leute markieren. Oh, nice. Hab ich vorhin darüber beschwert. Ja, ist ja geil. Okay, gehen wir jetzt erst 2 oder gehen wir zu 1? Wir warten auf, jetzt keine Ahnung. Warte, wo sind die 2? Ja, im Norden. Das, aber ich sehe es gerade auf der Karte nicht. Ach da, aha, oh. Ja. Oh lol. Man muss, um weiter werfen zu können, Granat muss man Versorgung skillen. Ich weiß. Oh, aber wofür? Alter. Die Frage ist, wissen sie unbedingt so weit werfen können? Keine Ahnung, weil die bringen sowieso nichts gegen die Großen, von daher. Also, ja, das kann ich. Ah lol. Und wenn ich noch ein Level kriege, bekommen die maskierten Ziele, Alter. die da kommt Michael Myers an, Alter, der kriegt erstmal mehr Damage. Da haben wir jetzt Lust, er hilft sich zu verkleiden, ich will weiter. Wie sollst du du hast eine Waffe draußen, werde fahren, perfekt. Alter, Drive-by-Gangster, Alter. Wer? Jo, wie groß ist denn die Waffe? What the fuck? What the fuck? So, also ja, gehen wir erst Richtung Kase. Wollen wir Kase weg Emily, oder wollen wir? Emily, komm mal her, Emily. Siehst du auch so, oder? Ja. Bruder, okay. Das ist GTA in Teenager-Version, Alter. Ich hab grad eine Granate ausgerüstet, während ich hier drauf saß. Auf einmal holt er die Waffe raus. Mann, der okay. Also ist Kaseberg oder in Richtung Norden? Nee, ich will zum Flughafen. Also ja, dann fahren wir es dahin. Geh aber quer durchs Land, ja. Also. Ich geh geradeaus. Ich fahr quer, was. Ich fahr einfach quer halt ein. Das wirst du nicht schaffen. Merkst du mein Vertrauen? Erstmal looten. Man fährt halt 2 Meter und lootet dann direkt wieder so. Das Ding ist halt, man, wir werden ja sowieso nicht weit weg. Wir werden sowieso nicht weit kommen. Wir werden halt. Ich will halt alle 50 Meter looten. Du bist so Affen, Alter. Der ist halt wichtig. Woher kennst du meine Fortfahren? Deine Fortfahren? Ja, die fahren fort, deswegen nenne ich sie Fortfahren. Nicht Vorfahren, sondern Fortfahren. Die ja, fahren, weil sie ja, die fahren, mein, die fahren fort, deswegen. Sprachfehler! No! Intended! Was? Arthur sitzt doch hier, oh, nee. Lass mir doch querfeld einfahren. Alter, will der Typ. Hat der Typ eigentlich mal seine Blähung hinter sich oder was? Du musst wissen, wenn du stirbst, dann entleert sich dein Darm schneller. Ja, das kann nicht sein, dass er so viel drin hat. Es ist ein Roboter, der ist deutlich größer als wir, also wir wissen es ja nicht. Aber das stimmt auch wieder. Und der macht immer nur solche kurzen Dämpfer, Alter. Der lässt halt nur immer nur die paar Gase raus. Bei mir ist ein Handgun-Kompensator Stufe 3 hier drin und eine AR. Stalldämpfer Sturmgewehre, ui. Hier wäre eine Fake-AK drin. Ne? Nur, dass ich halt eine AP habe. Deswegen. MP meinte ich, das bringt mir das gar nichts. Die wichtige Frage, die ich mir stelle, will ich weiter auf den Schalldämpfer bleiben bei der Piste? Ja, bleib doch. Ich habe jetzt auch einen Stufe 3 Kompensator gefunden für die Pistole, deswegen. Mann, ich hab schon nicht zu viel Stuff. Wait. Ist das hier ein Graben oder ist es eine Art Mine hier? Ne, hier ist Wasser, nevermind. Ah, nevermind. Ach Leute, das ist einfach nur ein Untergang. Warte mal kurz, der Panzer ist. Ne, der ist am Panzer. Alter, dieses Streckspiel, Alter. Was denn?
Hier war gerade ein Roboter hier in dem Wasser und der ist am Wasser verreckt eins. Lol, hä? Der ist gerade vor meiner Fresse explodiert hier im Wasser. Ja, bei mir auch. Sie haben mich auch gerade eben übertrieben erschreckt. Ja, du hast dich auch erschreckt. Warte, wo seid ihr überhaupt? Unter Wasser, Kappa. Ja, ich hab, deswegen habe ich ein paar Punkte bekommen, weil wir einen Kampf gewonnen haben. Ja, aber das ist. Was ist das für ein Schützengraben hier, Alter? Ist ja jetzt wir sind hier im Zweiten Weltkrieg, da war ja was. Der ist echt am Wasser gestorben, ja? Oh. Das Ding ist, wir können nicht im Weltkrieg sein. Können wir nicht. Ich glaube, das Spiel handelt aber im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg. War das nach? 1980 oder sowas ist das, weil es kann nicht sein, dass es vorher ist, weil diese diese Panzer hier, die sind erst ja 1970 mindestens gebaut worden. Wenn es darum geht, dann warum sind hier überhaupt Roboter? Keine Ahnung. Ich meine, warum haben die überhaupt noch Panzer, wenn die schon Roboter haben? Ich glaube, die haben Roboter gebaut und ich habe hier für einen Bunker Barcode echt gefunden. Wo? Krass, Dude. Also wie lange geht denn dieser Graben noch? Zugangsbarcode zum Bunker Sorken. Wo ist der denn, ist jetzt die Frage. Haben wir den schon vielleicht erkundet, zufällig? I don't think so. Na. Warte, hier schon, wo ich gerade bin, die sind eine Waffe. Was mir gerade einfällt, ganz am Anfang, wo wir gespawnt sind, da gab es auch einen Pier. Aber da gab es, glaube ich, kein Ding, oder? Es wird dunkel. Juckt mich nicht. Nee, wird's nicht. Einfach nur die Sonne ist verdeckt mit Wolken. Und dieser komische Streetsmasken ist wieder aufgelevelt. Ey. Hast mich aber weggeschaut. Aber, was? Lass mal das Auto hier. Aber den Bunker werden wir anscheinend noch finden. Ich glaube, den habe ich jetzt nicht. Oder wie hieß das? Skarven, oder? Nee, Sorkan oder so. Jetzt hier den nicht direkt, also werden wir den vielleicht noch finden. Und was gibt's hier so Schönes? Druckluftfilter. Ich wollte sagen, ein ganzes Nichts, aber hier ist plötzlich eine Giste bei mir gespawnt. Eine Giste. Granate, okay, hier ist eigentlich nichts Besonderes. Ich nehme die Granaten eigentlich mit, weil ich bin ja so. Ich level sowieso quasi ein bisschen Granaten mit, also sehr. Naja, von daher kannst du behalten, aber ich nehme die ja nicht mit. Für mich ist nur Platzverschwendung. Erstmal vom Stachel. Ne, aber meine Stachelrad macht Schaden. Aua. Echt? Ja. Macht halt irgendwie Sinn, ne? Ja, ich hab gerade gedacht, vielleicht ist es wie unrealistisch, wie es jetzt schon ist. Man kann einfach drauf laufen. Okay, sag es einfach so: Das Spiel ist teils realistisch. Ja, es versucht es zumindest. Warum läuft mein Real Life in 60 FPS, aber das Spiel nicht? Mittlere EMP-Zelle, ja, schön für dich, du Wichser, Alter. Entschuldigung, sie Wichser. Die könnt ihr euch mal heilen, falls ihr noch braucht. Alter, was war das jetzt wieder ein Furzgeräusch? War nicht mehr von denen da hinten, Alter, das war ein anderes Furzgeräusch, was ich hier gehört habe. 20 HP hier, super. Und vor allem ist das ist auch nur eine. Ernsthaft jetzt? Mini. Oh. Ja, du siehst, was ich versucht hatte, oder? Ja, hat natürlich nicht geklappt, ist klar. Ja, ich bin sehr gut. Hä, hey, was denn? Nix. Du siehst es. Ah. Ich hab's nicht getroffen, weil der Winkel kacke war. Ja, natürlich lag's am Winkel, eindeutig. Das kann man gar nicht in die Luft sprengen. Das war halt kein rechter Winkel, deswegen schaffe ich's nicht. Warte mal kurz. Alter, der Typ. Geht mir so langsam, also der Roboter meinte, Entschuldigung. Eine HP 5 Stufe 2, sogar zweimal. Okay, beide waren von euch. Nee, perfekt. Die eine ist von Emily. Ich habe die gar nicht aufgehoben, weil ich wusste, dass ich schon habe. Fireproof Jacket, Alter. Wow. 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 Wow, wer wow, wie? Ich kann jetzt meine Jacke fireproof machen. Weil die so viel Feuerschaden machen werden. Ich glaube, es kommt auch ein Feuerschaden, deswegen. Stacheldraht, Alter. Vor allem der Stacheldraht macht nur 2 Damage, wenn du dagegen läufst. Lol. Weiß nicht, ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Ja, wir können jetzt wieder weiterfahren zu einem Flug.